Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen im Bundesgesundheitsministerium. Morgen ist der Tag der Organspende. Deswegen haben wir Sie heute zur PK eingeladen. Es werden zu Ihnen sprechen Herr Bundesgesundheitsminister Spahn, der Vorstand der DSO, Herr Dr. Ramel, und die Transplantationsbeauftragte des Auguste-Victoria-Klinikums hier in Berlin, Frau Dr. Jordan. Herr Spahn. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Dr. Jordan, sehr geehrter Herr Dr. Ramel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Morgen am 6. Juni ist der bundesweite Tag der Organspende. Und unter den besonderen Corona-Bedingungen wird auch dieser anders stattfinden als sonst. Anders als geplant eigentlich in Halle. Tatsächlich das analoge Treffen traditionell wird er morgen digital stattfinden. Gleichwohl ist und bleibt er wichtig, auch wichtig, gerade auch besonders in diesen Zeiten, um auf das Thema Organspende und das Schicksal vieler Patienten in Deutschland, die voller Hoffnung und Verzweiflung auf ein Spenderorgan warten, aufmerksam zu machen und um für das Thema zu werben. Vor 1,5 Jahren haben wir hier als Gesellschaft eine lebhafte Debatte begonnen zur Frage der Organspender, eine intensive Debatte, nicht nur im Parlament, sondern eine Debatte, die weite Teile der Gesellschaft erreicht hat, eine Debatte, die stattgefunden hat beim Abendbrot, auf Arbeit, im Freundeskreis, dort, wo Menschen sich begegnet sind und über die Frage miteinander gesprochen haben, diskutiert haben, ob und unter welchen Bedingungen sie zur Organspende bereit wären und vor allem auch über die Frage diskutiert haben, ob es dazu kommen soll, dass man ausdrücklich Nein sagen muss, wenn man nicht Organspender sein will und ansonsten als Organspender gilt. Und diese Debatte, diese Diskussion über diese vielen Monate, die hat uns zusammengebracht als Gesellschaft, als Nation, hat auch Solidarität befördert und Aufmerksamkeit für dieses Thema. Denn alle, zumindest die allermeisten, die an dieser Debatte mitgemacht haben, die teilgenommen hatten und haben das gleiche Ziel, Menschen zu helfen, die krank sind, die ein Spenderorgan brauchen, um besser leben zu können, um überleben zu können. Und es ist eine Debatte, die tief ging, weil sie eben eine über Solidarität in der Gesellschaft gewesen ist, aber auch eine, die sich mit einem Thema auseinandergesetzt hat, das wir ansonsten immer gerne vermeiden, nämlich mit dem Thema der eigenen Vergänglichkeit und dem Tod und der Frage, was nach dem Tod denn tatsächlich passieren soll. Diese intensive Debatte hat schon mehr bewirkt als jede Aufklärungskampagne der letzten Jahre. Durch die Diskussion im Parlament und in der Gesellschaft ist die Aufmerksamkeit für das Thema so groß wie nie, das Interesse so groß wie nie, auch noch in den letzten Monaten nach der Entscheidung im Bundestag im Januar. Und ja, auch in dieser Corona-Pandemie ist das Interesse für die Organspende und das Thema an sich weiterhin hoch. In den ersten 4 Monaten dieses Jahres wurden fast 2,5 Millionen Organspendeausweise und Flyer bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bestellt. Das ist über 500.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Das erste Quartal 2020 war auch im Hinblick auf die Organspendezahlen durchaus positiv. Insgesamt ist die Zahl der Organspender von Januar bis Mai im Vergleich zum Vorjahr um über 8% gestiegen. Dadurch konnten mehr Menschen ein neues Leben, eine neue Chance geschenkt werden. Die aktuellen Zahlen wird Ihnen gleich Herr Dr. Ramel von der DSO vorstellen. Und anders, auch das ist wichtig nochmal anzumerken, als in vielen anderen Ländern, auch vielen anderen europäischen Nachbarländern, sind die Organspenden in Deutschland trotz Corona nicht zum Erliegen gekommen. Auch das ist ein gutes Signal an alle, die auf ein Spenderorgan warten. Entscheidend für die gute Entwicklung ist auch die Reform des Transplantationsgesetzes, die der Deutsche Bundestag im letzten Jahr entschieden hat. Transplantationsbeauftragte in den Kliniken haben jetzt mehr Zeit und mehr Kompetenzen. Vergütungen für die Organentnahme und deren Vorbereitung ist besser. Die Ausgaben der Krankenkassen für diesen Bereich sind um das Vierfache gestiegen. Es gibt jetzt einen Rufbereitschaftsdienst, der sicherstellt, dass in jedem Entnahmekrankenhaus zu jeder Zeit durch entsprechend qualifizierte Ärztinnen und Ärzte festgestellt werden kann, wann die Hirnfunktion unwiederbringlich ausgefallen ist, also eben die Voraussetzung für die Organentnahme festgestellt werden kann. Und dazu wird Ihnen gleich Frau Dr. Jordan aus Ihrem Klinikalltag sicherlich gleich auch noch einige Erfahrungen berichten können. Auch in Corona-Zeiten wird transplantiert. Das sind sehr komplexe Operationen. Und dass sie
trotz und in diesen Corona-Zeiten haben stattfinden können, macht eben auch deutlich, und das will ich den Bürgerinnen und Bürgern und allen, die entsprechende Versorgungsbedarfe haben, auch nochmal ausdrücklich sagen, sie können Kliniken vertrauen. Deshalb möchte ich auch meinen Appell noch einmal erneuern. Bitte gehen Sie zum Arzt, wenn es nötig ist, mit einer akuten Erkrankung, genauso als chronisch Kranker, der einen Vorsorge- oder Regelüberprüfungstermin hat. Bitte gehen Sie zum Krankenhaus oder zum Arzt. Die hochkomplexen Transplantationsoperationen haben stattfinden können unter absoluter Minimierung des Infektionsrisikos. Und das zeigt eben auch, auch andere Behandlungen sind, insbesondere nachdem die Kliniken sich jetzt haben, so lange auch vorbereiten können auf diese besondere Situation, eben wieder möglich. Die Angst vor der Ansteckung kann in diesem Fall nämlich dann gefährlicher sein als das Virus selbst. Und das sollten wir miteinander vermeiden. Ich möchte allen danken, die Tag für Tag Großartiges auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern leisten. Wichtig ist eben, dass diese Kliniken nun Schritt um Schritt in einen neuen Alltag zurückkehren und zurückkehren können. Das heißt dann eben auch, dass sie ihre Bemühungen um die Organspende und die Transplantationsmedizin entsprechend fortsetzen können. Über 9000 Menschen warten derzeit in Deutschland auf ein Spenderorgan. Schon morgen könnte jeder und jede von uns auch selbst in dieser Situation sein, auf ein Spenderorgan angewiesen zu sein. Jedem einzelnen Spender, jeder einzelnen Spenderin gilt an dieser Stelle unser Dank und unsere Anerkennung. Und deshalb ist der Tag der Organspende immer auch ein guter Anlass, immer wieder aufs Neue zu erinnern. Informieren Sie sich, füllen Sie Ihren Organspendeausweis aus, lassen Sie ihn sich zuschicken, was sehr einfach online möglich ist. Sie können ihn an vielen öffentlichen Stellen erhalten oder sich auch online entsprechend runterladen. Treffen Sie für sich Ihre sehr persönliche Entscheidung, ob Sie zur Organspende bereit sein wollen oder nicht. Wichtig ist, dass Sie eine Entscheidung treffen. Es ist wichtig für Sie selbst. Es ist wichtig für diejenigen, die auf ein Spenderorgan warten. Es ist aber auch wichtig für die Angehörigen. Denn im Fall der Fälle werden diese entscheiden müssen, wenn man nicht selbst für sich die Entscheidung getroffen hat. Also bitte an alle Bürgerinnen und Bürger, nutzen Sie den Tag der Organspende morgen am 6. Juni, um sich einmal mehr über dieses wichtige Thema zu informieren. Herr Dr. Ramel, bitte. Ja, herzlichen Dank für die Gelegenheit, zu Ihnen zu sprechen zum Tag der Organspende. Der Tag der Organspende ist, und das hat der Minister eben schon erwähnt, ein Tag des Dankes. Der Tag der Organspende wurde von Organempfängern vor 37 Jahren als Ausdruck ihrer Dankbarkeit gegenüber den Spendern ins Leben gerufen. Gleichzeitig ist er aber auch ein Tag der Information und der Aufklärung, damit sich mehr Menschen mit dem Thema Organspende auseinandersetzen, sich entscheiden und damit dann hoffentlich Menschenleben retten können. Der Tag der Organspende verfolgt diese Ziele, um das lebenswichtige Thema Organspende stärker in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu rücken. Zu den Veranstaltungspartnern gehören die Patientenverbände wie die Lebertransplantierten e.V., der Bundesverband der Organtransplantierten, der Bundesverband Niere, das Netzwerk der Spenderfamilien, die Stiftung Überleben, natürlich auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die Deutsche Transplantationsgesellschaft und nicht zuletzt auch die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Sie werden jetzt hier keinen Transplantierten und keine Angehörigen sehen. Wir haben uns im Vorfeld entschieden, aus Sicherheitsgründen, aus Gesundheitsgründen darauf zu verzichten. Sie können aber Statements von Transplantierten, aber auch von Angehörigen im Internet sehen. Wir haben ja den Tag der Organspende digitalisiert. Also er soll auch in diesem Jahr stattfinden, morgen in dieser digitalen Welt, weil es 9000 Patienten auf den Wartelisten gibt, die dringend auf eine Organspende warten. Die Coronavirus-Pandemie hat also vor uns nicht Halt gemacht. Herr Minister erwähnte es schon, es war geplant, die Veranstaltung in Halle stattfinden zu lassen. Nun machen wir es online. Auch da können Sie sehen, in verschiedenen Aktionen, zum Beispiel der Aktion Geschenkte Lebensjahre, von denen Sie, Herr Minister, der Schirmherr sind, herzlichen Dank. Das ist eine Aktion, die den nackten Zahlen, die wir ja alle kennen, ein Gesicht gibt. Was heißt das schon, 9000 Menschen, die auf der Warteliste stehen, die dringend auf ein Organ warten? Wenn man nicht individuell solche Menschen kennt, dann kann das sehr leicht verloren gehen. Das kennen Sie auch von anderen Unglücken, wenn man selber betroffen ist oder jemanden kennt, der von einem Schicksalsschlag betroffen ist, dann kommt das einem halt immer näher, als wenn das nur ganz abstrakt dort steht.
kriegen wir auch am Rande bei der Coronavirus-Pandemie mit. Wir werden Chats machen am 6. Juni, also morgen, mit Experten und Organempfängern. Das Infotelefon, das zusammen mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung von der Deutschen Stiftung Organtransplantation betrieben wird, steht zur Verfügung, um Anfragen zu beantworten. Das soziale Netzwerk steht auch für viele Dinge und Kontakte zur Möglichkeit. Es bleibt wichtig, dass jeder sich für das Thema Organspende mit dem Thema auseinandersetzt und sich entscheidet. In Umfragen hören wir erfreuliche Zahlen, dass es mehr Menschen gibt, die einen Organspendeausweis haben. In der Praxis kommt das noch nicht immer an, aber es ist wichtig und vielleicht kann das Gesetz, das jetzt sehr ausführlich am Anfang dieses Jahres diskutiert worden ist, auch dazu beitragen, dass sich Menschen entscheiden und ihre Entscheidung dann auch dokumentieren. Dazu wird es in 2 Jahren dann ein Register geben, in dem diese Entscheidungen dokumentiert sind. Jetzt zu den Zahlen. Herr Minister Spahn hatte schon erwähnt, dass die Corona-Pandemie in vielen Ländern wie Italien, Frankreich, Spanien, aber auch in den USA zu massiven Einbrüchen bei der Organspende geführt hat. Es ist teilweise zu einem Rückgang von 50% in den USA, in Frankreich und Spanien sogar um mehr als 75% gekommen. In Deutschland hingegen ist die Situation so, dass wir durch diese Krisensituation bislang mit einem blauen Auge gekommen sind. Im Vergleich zum Vorjahr ist es ja sogar so, es wurde eben schon erwähnt, dass die Anzahl der Organspender in den ersten 5 Monaten um 8% gestiegen sind. Wir haben jetzt in diesem Jahr in den ersten 5 Monaten 410 Spender gehabt. Auch die Zahl der transplantierten Organe ist von 1254 im letzten Jahr in diesen 5 Monaten jetzt auf 1300 gestiegen, also vielen Menschen, denen geholfen werden konnte. Allerdings ist dieser Anstieg in allererster Linie auf die sehr, sehr positive Entwicklung im Januar und Februar zurückzuführen. Da gab es einen Anstieg um fast 30%, nämlich von 140 auf 181 Spendern. Im März, April und war es dann so, dass die Zahl der Spender in etwa gleich geblieben ist, 156 Spender in den beiden Monaten im letzten Jahr und 149 Spender in diesem Jahr. Das wäre ein leichter Rückgang in diesen 2 Monaten. Aber im Mai jetzt haben wir wieder 80 Spender gehabt, also so viel wie im letzten Jahr. Insgesamt eine sehr positive Tendenz und das angesichts der hohen medizinischen organisatorischen Belastungen der Ärzte, von denen schon gesprochen wurde, und auch der Pflegenden natürlich in den Krankenhäusern. Das ist extrem hoch zu bewerten, dass das Personal weiterhin sich sehr für die Organspende eingesetzt hat, immer an das Thema gedacht hat und sich weiter für die Organspende eingesetzt hat. Das ist ein sehr ermutigendes Signal für die Menschen auf der Warteliste und natürlich auch für all diejenigen, für die das Thema Organspende so wichtig ist. Nicht nur die Zahl der Spender hat zugenommen, auch die Zahl der Kontakte in den Krankenhäusern, die DSO angesprochen haben beim Thema Organspende mit möglichen Spendern. Dies ist aus unserer Sicht nicht zuletzt auf das von Herrn Minister Spahn schon angesprochene Gesetz aus dem letzten Jahr zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende zurückzuführen. Es hat wesentliche Voraussetzungen für eine Verbesserung der Organspende in Deutschland geschaffen. Die zentralen Elemente wurden schon beschrieben. Ganz im Mittelpunkt stehen die Transplantationsbeauftragten mit der Freistellung auf entsprechende Vergütung. Und Frau Dr. Jordan als Transplantationsbeauftragte wird sicher dazu noch etwas ausführlicher gleich berichten. Für uns sind die Transplantationsbeauftragten als Deutsche Stiftung Organtransplantation die Person mit der Schlüsselrolle im Organspendeprozess. Zum Schluss, das Motto des Tages der Organspende ist richtig, wichtig, lebenswichtig. Richtig, weil die Organspende ein großartiges Geschenk ist. Eine Chance auf ein neues Leben für all die Empfänger der Organe. Wichtig, weil nach wie vor Aufklärungsbedarf besteht. Zu wenig Menschen haben sich entschieden. Besteht immer noch die Notwendigkeit, sich mit der Frage auseinanderzusetzen und dann eine Entscheidung zu treffen, die nicht nur für einen selber, sondern auch für die Angehörigen sehr wichtig ist und lebenswichtig, weil es immer noch, wie schon angesprochen, viele tausend Menschen auf den Wartelisten gibt, die dringend auf ein Spenderorgan warten und denen man über seinen Tod hinaus ein neues Leben schenken kann. Jeder Mensch, der ein Organspender ist und sich dafür entschieden hat, kann über seinen Tod hinaus bis zu 8 Menschen ein neues Leben schenken. Ich denke, das
kann eine gute Motivation sein, sich mit dem Thema Organspende persönlich auseinanderzusetzen. Herzlichen Dank. Frau Dr. Jordan, mit dem Blick in den Klinikalltag. Vielen Dank. Ich möchte versuchen, Ihnen das vielleicht kurz an zwei Punkten zu verdeutlichen, was die Problematik eigentlich in den Kliniken für uns ist. Stellen Sie sich einfach kurz eine junge Frau vor, die in die Klinik kommt, in der seit 2 Tagen ihr Ehemann liegt auf der Intensivstation, die zu einem Gespräch zu uns Ärzten kommt und denen Sie heute als Ärztin auf der Intensivstation mitteilen müssen, dass Sie Ihren Mann für tot erklären mussten, dass sie gerade ihren Mann verloren hat. Für diese Frau, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, bricht eine Welt zusammen. Und in dieser Situation sind Sie jetzt gefordert und müssen versuchen, das Thema Organspende zu adressieren. Und dass das eine Herausforderung ist und eine komplexe Situation, in der man Ruhe haben muss, die Gespräche, dass die anspruchsvoll sind, ich glaube, das muss ich hier keinem erklären. Dass es Zeit braucht, ich glaube, das wissen wir alle. Dazu muss man aber auch verstehen, was der Gedankengang der Kliniker eigentlich ist. Normalerweise kommt ein Patient in die Klinik zu uns. Wir versuchen, aufgrund seiner Erkrankung eine Diagnose zu finden und wollen ihn dann behandeln. Das heißt, wir wollen ihm eine Therapie anbieten. Diese Patientengruppe, über die wir hier reden, ist aber eine andere. Das sind Patienten, die haben eine sogenannte infauste Prognose. Das heißt, wir können ihnen in der Klinik keine Therapie mehr anbieten. Es gibt keine Therapieoption. Und das bedeutet auch für uns als Ärzte, dass wir keine Chance haben, dass wir einen Patienten verloren haben, dem wir keine Therapie anbieten können. Das heißt, normalerweise ist an diesem Punkt die Therapie zu Ende und der Patient verstirbt. Doch es gibt unter diesen Patienten eine kleine Gruppe, und da muss man einen ganz schweren Schritt eben weitermachen, eine kleine Gruppe von Patienten, bei denen es zu einer Chance kommen kann. Und ganz ehrlich, das ist die größte Chance, die wir geben können. Wir können Leben schenken. Nicht nur ein Leben, sondern oft sogar viele Leben. Und dass die Ärzte in den Kliniken daran denken und dass die Ärzte in den Kliniken diese Patienten erkennen und identifizieren und nicht vergessen, dass es vielleicht eine Chance geben kann, dazu müssen diese Ärzte geschult sein. Die müssen das gelernt haben. Die müssen mit dem Thema Organspende überhaupt in ihrer Ausbildung in Kontakt gekommen sein. Und das ist nicht selbstverständlich, so, das muss ich Ihnen ehrlich sagen. Und deshalb müssen wir diese Ärzte und Pflegekräfte darin schulen. Und dafür braucht es den Transplantationsbeauftragten. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben meines Erachtens, die wir haben in der Klinik. Wir müssen unser Personal dahingehend schulen, dass uns diese Chancen nicht verloren gehen. Dass wir diese Chancen für die Patienten auf der Warteliste nutzen können. Und darum, Sie können sich das vorstellen, die meisten Transplantationsbeauftragten sind Intensivmediziner. Das heißt, Intensivmedizin, Sie wissen das, kritisch Kranke, Notfallpatienten, das ist immer unter Zeitdruck. Das heißt, das, was am kostbarsten ist auf der Intensivstation, ist die Zeit. Die ist einfach knapp. Und dementsprechend ist es für mich als Kliniker der große Schritt, den das Gesetz gemacht hat in meinen Augen, uns Zeit zur Verfügung zu stellen. Zeit, die dringend notwendig ist, um Angehörige zu begleiten, um das Klinikpersonal zu schulen, aber auch um das Personal zu begleiten, um diese komplexen Strukturen in der Klinik zu schaffen und zu etablieren, umzusetzen und durchzusetzen und um Zeit für den eigentlichen Prozess der Organspende in der Klinik zu haben. Die vom Gesetz geschaffenen Verbesserungen sind in meinen Augen tatsächlich ein Signal der Politik gewesen, dass ich wirklich, und ich sage das nicht einfach so verstanden habe, dass es gewollt war von der Politik, hier tatsächlich die Organspende und die Patienten auf den Wartelisten zu unterstützen, indem man uns Rahmenbedingungen gibt, unter denen wir tatsächlich dieser Verantwortung nachkommen können. Und das ist ganz konkret gelungen, denke ich. Zum Beispiel bei Vivantes arbeite ich ja in Berlin, haben wir 3 zusätzliche Stellen für die Transplantationsbeauftragten, die sich auf insgesamt 12 Transplantationsbeauftragte verteilen, also nicht drei neue Transplantationsbeauftragte, sondern eben vor Ort auf den Intensivstationen. In meinem Fall bedeutet das, ich versorge 23 Intensivbetten, dass ich einen Tag pro Woche zur Verfügung habe, ausschließlich
für meine Aufgaben als Transplantationsbeauftragte, um den Aufgaben adäquat nachkommen zu können. Und das ist gelungen und ich denke, da können wir stolz drauf sein und ich bin auch stolz drauf, dass Vivantes das geschafft hat und ich denke, alle Kliniken müssen das machen. Das Gesetz fordert das und wenn es umgesetzt wird, ist es für uns die Chance, dass es uns in den Kliniken besser gelingen kann, diese Patienten zu finden, diese Patienten zu sehen und den Angehörigen die Aufmerksamkeit zu geben, die sie brauchen und mehr Spender zu identifizieren, um den Patienten auf der Warteliste zu helfen. Vielen Dank. Wir kommen zu Ihren Fragen. Herr Pokraka. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Einmal an den Herrn Minister. Wir haben ja die Zahlen gesehen, die Zahl der tatsächlichen Organspenden ist gestiegen. Allerdings jetzt nicht explosionsartig, vielleicht durch die Entscheidungen der letzten Jahre und auch im Januar. Hätten Sie ein bisschen mit mehr gerechnet? Und vor allen Dingen auch, wenn es um die Anzahl der, weil das sieht man natürlich schneller, die Anzahl derer sieht, die sich einen Organspendeausweis besorgen, dazu vielleicht auch Herr Ramel, hätte man da erstens mehr erwarten können und vor allen Dingen das ein bisschen nachhaltiger, dass es nicht wieder abflacht? Na, zuerst einmal ist meine Einschätzung der Lage ehrlich gesagt genau das Gegenteil. Das Interesse ist so groß wie nie zuvor. Das sehen wir eben an dem Informationsbedürfnis online, das sehen wir an der Nach- und Anfrage für die Flyer und für die Organspendeausweise. Die Offenheit, es gab gerade heute ja noch eine neue Umfrage, die auch nochmal gezeigt hat, dass die grundsätzliche Bereitschaft zur Organspende weiter gestiegen ist. Und aus dieser grundsätzlichen Bereitschaft müssen wir jetzt eben eine konkrete machen, durch Ausfüllen des Ausweises, aber dass dort eben insgesamt eine höhere Offenheit, eine höhere Bereitschaft entstanden ist. Zum Zweiten, Herr Ranel hat ja darauf hingewiesen, im Januar, Februar sind die Zahlen um 30% gestiegen. Und wir können jetzt natürlich nicht miteinander erahnen, wie es gewesen wäre ohne Corona. Inwieweit also die Corona-Situation im Zweifel diesen sehr, sehr positiven Trend von 30% Steigerung und die Zahlen sind ja dann wieder zurückgegangen, eben tatsächlich abflachen hat lassen. Aber wenn wir sehen, was in anderen Ländern passiert ist, Herr Ranel hat es beschrieben, teilweise 50-75% Einbruch der Organspendezahlen, dann hat das zum einen mit der insgesamt guten Situation zu tun, die wir in den Kliniken uns erhalten konnten über diese erste Welle, aber sicherlich auch insgesamt mit der hohen weiter vorhandenen Bereitschaft, dass bei uns dieser Einbruch nicht so stattgefunden hat in Deutschland. Insofern werte ich die Zahlen alle sehr, sehr positiv. Aber ich bin bei Ihnen. Jetzt geht es darum, das natürlich auch zu verlängern. Die parlamentarische Debatte ist jetzt erstmal durch die Entscheidung im Januar beendet. Jetzt geht es um die Umsetzung. Wir arbeiten mit Hochdruck hier im Bundesministerium für Gesundheit auch an der Umsetzung, was das Register zum Beispiel angeht, das wir ja online verfügbar machen wollen, um auch die Entscheidung zu dokumentieren und zu hinterlegen, an der Umsetzung weiterer Informationskampagnen und Informationsstellen, so wie es der Bundestag beschlossen hat. Denn das, was wir jetzt 1,5 Jahre miteinander geschafft haben, dieses Thema so stark in den Fokus zu rücken, das muss man sich jetzt, müssen wir uns jetzt natürlich auch gemeinsam auch in den nächsten Monaten und Jahren erhalten. Das ist ja bei allen Aufklärungs- und Informationskampagnen so. Da kann man nie nachlassen. Sondern es geht immer wieder darum, immer wieder aufs Neue zu informieren, aufzuklären, einen Stupser zu machen. Und dafür ist ja dieser Tag der Organspende dann eben auch immer wieder aufs Neue jedes Jahr ein wichtiger Anlass und der Grund, warum wir ja auch heute mit Ihnen hier stehen und Sie informieren. Übrigens, weil das Herr Ranel gerade sagte, das will ich auch noch abschließend dazu kurz sagen, dieser Tag der Organspende, ich war ja letztes Jahr in Kiel auch da, vor allem ja tatsächlich mit dem Ziel, dieser abstrakten Debatte Gesichter, Schicksale, Geschichten zu geben. Und diese beeindruckende Zahl immer der gewonnenen Lebensjahre, wo ja viele dann auch jetzt ja in der digitalen Kampagne einfach zeigen, wie viele zusätzliche Lebensjahre sie schon gewonnen haben durch die Organspende. Und da kann ich Sie auch einfach nur bitten, wenn ich das darf, an die Medien und an diejenigen, die eben tatsächlich solche Geschichten auch erzählen können, dass wir das eben auch immer wieder machen, so wie es ja auch passiert, dem Ganzen ja, ein Gesicht, eine Geschichte geben, weil nur dann es tatsächlich eben auch den tatsächlichen Bedarf ausdrückt. Herr Dr. Ramel, wollen Sie noch ergänzen? Ganz klar. Wir haben hier es nicht zu tun mit einem Sprint, sondern mit einem Marathon.
Das ist im Übrigen auch in anderen Ländern, wenn wir das Beispiel von Spanien, dem Organspende-Weltmeister, angucken, auch so gewesen. Das ist nicht von einem Tag auf den anderen, auch nicht von einem Jahr aufs andere gegangen, ist über viele Jahre. Und wir haben jetzt verschiedene Bausteine, über die wir gesprochen haben. Wir sprachen über das Gesetz zur Stärkung der Zusammenarbeit und der Strukturen. Wir sprechen über die Stärkung der Entscheidungsbereitschaft. Das Ganze noch begleitet durch den Initiativplan, an dem sich viele beteiligt haben. Wenn diese Bausteine alle zusammenkommen, dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir kontinuierlich, und da müssen wir am Ball bleiben, und das ist heute ein Tag davon, um am Ball zu bleiben, dann müssen wir am Ball bleiben und dann werden wir, so hoffe ich, einen kontinuierlichen Anstieg erreichen in Deutschland bei der Organspende. Das ist etwas, da brauchen wir die gesamte Gesellschaft, da brauchen wir die Kliniken dafür und da brauchen wir natürlich die Bevölkerung dafür. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ja, Herr Minister, Sie hatten Ihren Appell noch mal wiederholt. Gehen Sie zum Arzt. Inwieweit ist denn jetzt nach wochenlangen Lockerungen das immer noch so ein großes Problem? Welchen Eindruck haben Sie da? Und noch vielleicht eine zweite Frage, wenn Sie erlauben. Im Bundesrat wurde heute ein Gesetz verabschiedet, was Sie vor einem Jahr hier auf den Weg gebracht haben, zu den sogenannten Konversionsbehandlungen. Was sagen Sie dazu, dass das jetzt in Kraft treten kann? Zum Ersten, das ist ja auch die Botschaft, die wir eben auch haben mit diesem Tag der Organspende, dass unter diesen Corona-Bedingungen diese hochkomplexen Operationen und die Organentnahme und noch mehr das Einsetzen des neuen Organs sind hochkomplexe operative Eingriffe, haben stattfinden können und in der Zahl auch stattfinden können, haben wie bisher, zeigt ja, dass tatsächlich die Kliniken eben weiterhin im vollen Umfang leistungsfähig sind und tatsächlich auch behandeln können. Wir haben zu Beginn Mitte März gesagt, wir wollen erstmal alles, was verschiebbar ist an Operationen, dass das verschoben wird, um Kapazitäten frei zu bekommen für alle möglichen Entwicklungen. Und wir haben eben miteinander Anfang Mai gesagt, jetzt ist ein Zeitpunkt, wo wir auch so gut in der Planung sind, so gut in den freien Kapazitäten, so gut auch in der Vorausschau und in den Zahlen, dass wir jetzt zurückkehren können, auch zu einem neuen Klinikalltag, und vor allem auch die planbaren Operationen wieder in stärkerem Umfang stattfinden können. Denn natürlich ist für jemanden, der vor 8 Wochen gesagt bekommen hat, die geplante Hüftoperation, die geplante Rückenoperation wird verschoben, auch das mit viel Leid und Ungewissheit und mit Schmerz verbunden. Und wir sehen, dass die Zahlen langsam wieder steigen. Wir sehen, dass die Zahl der leeren Betten auch zurückgeht, was ja eben dann auch deutlich macht, dass wieder mehr auch in der Klinik stationär behandelt wird. Und wir sehen auch aus den Rückmeldungen, die wir jedenfalls bekommen, aus dem Praxisalltag, dass dort auch nach und nach wieder mehr Patientinnen und Patienten tatsächlich dann zur direkten Behandlung dort in die Praxen kommen. Was wichtig eben ist, es mussten vorher die Behandlungspfade getrennt werden. Und das ist ja gelungen in den letzten Wochen, dass jemand mit Symptomen, mit Corona-Verdacht oder gar einer bestätigten Infektion eben getrennt, behandelt, getestet, begleitet wird von allen anderen Patientinnen und Patienten, um gerade etwa auch mit Blick auf Immungeschwächte, die auf eine Transplantation warten oder eine erhalten haben, um die anderen zu schützen. Also die Zahlen werden besser, aber wir sind noch nicht wieder bei den Zahlen an Behandlungen, die wir vorher hatten. Und gerade mit Blick auf akute und chronische Erkrankungen bleibe ich deswegen bei meinem Appell, bitte gehen Sie zum Arzt, bitte gehen Sie ins Krankenhaus. Da tatsächlich das Nichtgehen, insbesondere in der akuten Lage, im Zweifel immer gefährlicher ist, als jedes Infektionsrisiko es im Moment im Krankenhaus sein kann. Kurz zur Konversionstherapie. Ich freue mich sehr, dass damit das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen ist. Das ist ein wichtiges Zeichen erstmal auch, ein politisches, ein rechtliches Zeichen an Schwule, an Lesben, die konfrontiert sind im familiären, im persönlichen, im religiösen Umfeld mit möglicherweise der Aufforderung zu einer solchen sogenannten Therapie. Das ist eben das Zeichen, dass wir das als Gesellschaft nicht wollen. Das macht das Nein-Sagen für den Einzelnen leichter und es macht vor allem ein gesellschaftliches Signal der Akzeptanz. Es ist okay so, wie du bist. Daran muss man nichts ändern. Daran ist schon gar nichts eine Krankheit und deswegen auch gar nichts therapiebedürftig. Und deswegen ist es gut, dass es jetzt beschlossen ist. Und jetzt müssen wir es alle gemeinsam auch gesellschaftlich leben. Frau Spiegelmann. Ich
dran. Sie müssen ja den letzten Willen sozusagen auch mit ermitteln. Wie ist da die Lage? Also ich meine jetzt auch Patientenverfügungen, also Angehörige, also wie klar ist da die Lage oder wie schwierig ist die andersrum? Und an Sie, Herr Spahn, nochmal zum Fall Göttingen. Was kann man aus diesem Fall, die sind jetzt kurz vorm Lockdown, glaube ich, oder sind schon, also was kann man aus diesem Fall lernen? Weil Familienfeiern wird es immer geben oder in Zukunft wieder mehr geben. Was könnte man da machen? Ja, also natürlich ist der Patientenwille, ist ja unsere oberste Prämisse, möchte ich sagen, wonach wir in der Klinik handeln wollen, und stellt uns aber leider häufig vor große Probleme, weil in vielen Fällen auch abseits der Organspende natürlich der Patientenwille eben nicht formuliert ist. Das heißt, was ganz wichtig ist, gerade bei dem Thema Organspende, ist, dass wir uns klar machen müssen, wenn wir nicht miteinander darüber gesprochen haben und wenn wir nicht mit unseren Angehörigen, Freunden oder wem auch immer darüber gesprochen haben, dann lässt es unsere Angehörigen und Freunde damit zurück, dass wir sie fragen. Wir müssen sie fragen, weil wir müssen diesen Patientenwillen ermitteln. Wir sind dazu verpflichtet und wir wollen ja im Sinne des Patienten handeln. Das heißt, ich kann eigentlich immer nur dazu auffordern, sprechen Sie miteinander, reden Sie alle miteinander. Man muss nicht immer vielleicht eine Patientenverfügung schriftlich hinterlassen haben, aber es ist ganz wichtig, dass die Leute wissen, dass Freunde und Verwandte wissen, wie hätte ich es mir vorgestellt, wenn ich das selbst jetzt noch äußern könnte. Das stellt uns in den Kliniken vor riesige Probleme und deshalb ist es ganz wichtig, am besten natürlich, Sie formulieren es auch noch schriftlich, aber uns ist natürlich auch klar in den Kliniken, dass man den Patientenwillen für dieses konkrete Ereignis vielleicht nicht genau so formulieren kann, aber es sagt doch immer trotzdem was, wenn der Patient eine Verfügung oder Ähnliches, eine Vollmacht hinterlassen hat. Und deshalb also auch von mir der Appell, es ist wichtig, dass Sie sich überlegen, was möchte ich, entscheiden Sie sich, egal in welche Richtung, aber entscheiden Sie sich, und wenn Sie es noch besser machen wollen, dann dokumentieren Sie es auch. Herr Minister, was zu Göttingen vielleicht sagt, gibt es noch Fragen zur Organspende, dass wir das ein bisschen trennen eventuell? Dann machen wir. Ich sage auch gleich was zu Göttingen, aber eins noch zur Organspende. Für die Frage nämlich auch der Angehörigen ist mir sehr wichtig, dass wir mit dem Transplantationsgesetz im letzten Jahr, und das läuft ja auch über die DSO, es wieder möglich gemacht haben, dass die Dankesbriefe der Organempfänger die Familien des Angehörigen oder des Organspenders, so rum, die Familien des Organspenders erreichen können, anonymisiert. Da ich selbst aus dem eigenen befreundeten Umfeld weiß, wie Eltern eine sehr schwere Entscheidung getroffen haben, ihren 19-jährigen Sohn, der plötzlich verstarb, eben tatsächlich zu sagen, er wollte Medizin studieren, er hätte Organspender sein wollen, das war ihre Schlussfolgerung eben, weil er immer sich hat einsetzen wollen, auch für kranke Menschen. Und sie haben sich entschieden als Angehörige, als Eltern für die Organspende. Und natürlich denken sie Jahre später immer wieder darüber nach, war das die richtige Entscheidung. Aber gerade die Nachbetreuung der Angehörigen, die regelmäßigen Treffen, die es gibt, auch organisiert von der DSO und von anderen, dass Angehörige sich untereinander austauschen können, über welche Gedanken sie haben, immer wieder aufs Neue haben. Und auch die Dankesbriefe machen am Ende eben für viele auch diese Entscheidung auch im Nachhinein noch leichter. Denn es ist eine schwere Entscheidung. Und umso wichtiger ist es eben, wenn jeder sie vorher dokumentiert, dann müssen nicht andere für einen entscheiden. Zu Göttingen, aber auch zu Leer, zur Coesfeld, Greiz. Wir sehen ja überall dort, wo es dem Virus leicht gemacht wird, sich wieder zu verbreiten, dann sehr schnell, dass es eben noch da ist. Diese Pandemie ist nicht vorüber. Die Neuinfektionszahlen sind niedrig. Sie waren auch heute Morgen wieder auf niedrigem Niveau. Und es sind Zahlen, mit denen wir im Moment gut umgehen können. Die Gesundheitsämter können Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen. Wir haben mehr als ausreichend Behandlungskapazitäten. Wir haben jetzt auch erstmalig unter 400 beatmete Covid-19-Patienten in Deutschland. Die Zahl sinkt auch in den letzten Tagen Tag um Tag. Also alles gute Signale. Aber in dem Moment, wo wir es diesem Virus leicht machen, ist es schnell wieder da. Das ist insbesondere da der Fall, wo man ausgelassen miteinander ist. Es geht ja bei dem einen oder anderen der Ausbrüche der letzten Tage und Wochen auch um miteinander feiern und dann nicht einhalten von Abständen und bestimmten Regeln, oder es geht eben auch darum, dass ja möglicherweise auf dem Hinweg zur Arbeit, auf Arbeit, etwa in den Schlachtbetrieben, da
eben gewisse Nähen und damit Infektionsrisiken entstanden sind. Und dass in einem Schlachthof bei mir daheim im Münsterland von 1000 Beschäftigten fast 300 dann in kurzer Zeit infiziert waren und positiv getestet wurden, zeigt ja, wenn es dann einmal da ist, geht es auch in den Zahlen wieder sehr, sehr schnell. Und deswegen finde ich, ermahnt uns erstens jeder dieser Ausbrüche weiterhin aufeinander zu achten, sich und andere zu schützen, aufmerksam zu bleiben, Abstand, Hygiene, Alltagsmasken. Und umso mehr besorgen mich Bilder wie die am Wochenende hier vom Landwehrkanal, wo einige anscheinend das Gefühl haben, dieses Virus wäre schon weg. Es ist nicht weg, es bleibt auch. Wir müssen damit umgehen, lernen. Was es aber auch zeigt, um das Positive zu wenden, wir haben diese Ausbrüche im Blick und die Gesundheitsämter vor Ort können sie nachvollziehen. Ich telefoniere auch regelmäßig immer mal wieder mit einem der Landräte oder Oberbürgermeister der betroffenen Städte und Regionen, weil für uns, für mich wichtig ist, dass wenn es zu einem solchen Ausbruch kommt, wir auch nachvollziehen können, was passiert. Denn das ist ja das A und O. Und das ist ja auch die Botschaft von all diesen Ausbrüchen. Wir wissen, wo es herkommt und was passiert ist und wer wen angesteckt hat. Und solange das der Fall ist, solange können wir eben weiterhin dieses Virus unter Kontrolle behalten. Herr Klöpfer. Wenn ich auch noch eine Corona-Frage stellen darf. Ich mache mir so ein bisschen Gedanken über die Versorgung von Heimen. Und bräuchten wir nicht eine spezielle Strategie, die Gesundheitsberufe, und nicht nur Gesundheitsberufe, auch Friseure zum Beispiel, untersucht, die Heime versorgen? Weil im Moment habe ich den Eindruck, Physiotherapie, Podologie, Friseur, ist alles in den Heimen gestrichen. Und das ist ein soziales Problem, was mich schon ein wenig umtreibt. Mich treibt die Situation. Im Grunde sehen wir es ja einmal mehr. Die Schwächsten in der Gesellschaft sind die Kleinsten und die Ältesten. Und wir haben die schwierige Lage sowohl für die Kinder und Jugendlichen mit Blick auf Kindergarten und Schule. Und wir haben die besonders schwierige Lage, wie Sie es beschrieben haben, mit Blick auf Pflege, Pflegeeinrichtungen und die Älteren, wo natürlich Besuchseinschränkungen und Beschränkungen und bestimmte Behandlungseinschränkungen dann auch sehr, sehr hart sind. Für alle Beteiligten. Und deswegen ist es eben wichtig, dass Schritt um Schritt auch dort, auch unter Sicherheitsvorkehrungen, ob es bestimmten Situationen Plexiglas, Schutzmasken sind oder eben regelmäßiges präventives Testen, auch dort Schritt um Schritt wieder Alltag einkehren kann. Die Verordnung zum präventiven Testen, zum umfangreicheren Testen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und viele andere Bereiche des Gesundheitswesens soll in der nächsten Woche in Kraft treten. Sie wissen, dass wir sie letzte Woche vorgelegt haben. Wir haben jetzt die Auswertung der Stellungnahmen und ich gehe davon aus, dass sie nächste Woche in Kraft treten kann, sodass dann tatsächlich auch in solchen Situationen ein umfangreicheres präventives Testen möglich ist, insbesondere eben auch bei der Neuaufnahme und Verlegung in Pflegeeinrichtungen und beim Personal. Und dazu würde ich auch diejenigen zählen, die nicht direkt angestellt, aber doch eben in der Begleitung derjenigen in den Pflegeeinrichtungen sind. Okay, dann herzlichen Dank für Ihr Interesse. Schönen Tag.